إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد noch immer erquicken wir uns mit einer Brise der Namen Allahs und ihrer herrlichen Bedeutungen. Und das nur aus einem einzigen Grund. Die Kenntnis um Allah Ta'ala ist nämlich der Kern der Sache, Fundament der Religion, Fundament des Eingottglaubens und der Unterbau sämtlichen religiösen Verlangens. Daher sagte der Gesandte Allahs, alayhi salatu wassalam, er sagte zu Mu'adh, als er ihn in den Jemen schickte, er sagte, ruf sie zur alleinigen Anbetung Allahs auf. Wenn sie dann Allah kennen, dann rufe sie zum Gebet auf. So hat er die Verwirklichung der Kenntnis um Allah als Verwirklichung der Dienerschaft gelten lassen. Und ist denn der Eingottglaube oder der Tawhid etwas anderes als die Vereinheitlichung Allah Ta'alas in der Liebe, die durch die Kenntnis um ihn entsteht? Und ist der Ilah, dieses Wort Ilah, was im Koran immer wieder verwendet wird für den Gott, ist der Ilah, bedeutet der Ilah etwas anderes als der Angebetete, der dem gehorcht wird, dem nicht widersprochen wird, aus Ehrfurcht, Achtung, Liebe, Hoffnung und Vertrauen? Heute beschäftigen wir uns mit einem anderen Namen Allah Ta'alas, der Name Al-Quddus, welcher zweimal im Koran Erwähnung findet. In der Surat Al-Hashr und in der Surat Al-Jum'ah. In der Surat Al-Hashr sagt Allah Ta'ala, er ist Allah, außerdem es keinen Ilah gibt. Der König, der Heilige, Al-Quddus, der Heilige, Al-Quddus, der Friede, der Gewährer von Sicherheit, der Wächter, der Allmächtige, der Gewalthaber und der Stolze. Preis sei Allah und erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Und in der Surah Al-Jum'ah heißt es, Allah preist alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Ihn, den König, den Heiligen, Al-Quddus, den Allmächtigen und den Allweisen. Auch im Hadith des Gesandten, alayhi salatu wassalam, kommt dieser Name in Hülle und Fülle vor. So pflegte der Prophet, sallallahu alayhi wasallam, nach dem Witrgebet zu sagen, gepriesen sei der Herrscher, der König, der Heilige. Und bei Ahmad wird überliefert, dass er im Witr drei Suren las, die Surat al-A'la, Surat al-Kafirun und Surat al-Ikhlas. Und wenn er dann das Gebet beendigte, sagte er dreimal mit lauter Stimme, gepriesen sei der Herrscher, der König, der Heilige. Was bedeutet aber der Heilige? Was soll man darunter verstehen? Was ist Heiligkeit? Der Heilige, das ist der, der von allen Eigenschaften frei ist, die durch die Sinne wahrgenommen werden. Oder von der Fantasie ausgemalt werden. Oder von der Einbildung diktiert werden. Er ist der Reine. Der Rein ist von jedem Makel, jedem Mangel und erhaben ist über jeden Tadel. Der Reine ist, wer die Gesamtheit der Vollkommenheit in sich trägt. Die Eigenschaften der Schönheit, der Herrlichkeit und Makellosigkeit. Wie Allah Ta'ala sagt, sprich, in der Surat al-Ikhlas, sprich, Gott ist ein Einer, ein ewig Reiner, hat nicht gezeugt und ihn gezeugt hat keiner und nicht ihm ist gleich einer. Al-Quddus, das ist der, der frei ist von Ebenbürtigen, ihm ähnelnden, wirklichen Gegnern, Partnern, Helfern oder Kindern. Allah Ta'ala sagt, und sag, alles Lob gebührt Allah, der sich keine Kinder genommen hat. Und es gibt weder einen Teilhaber an seiner Herrschaft, noch benötigt er einen Beschützer vor Demütigung und verherrliche ihn als den Allergrößten. Und er sagt, doch seinesgleichen ist kein Ding, er ist der Hörer und der Seher. Stell dir mal vor, dass alle Menschen die Gestalt des schönsten Menschen hätten. In der Schönheit von Yusuf beispielsweise. Und dann würde man die Schönheit aller Menschen in eine einzige Person führen. Ist diese Schönheit, die diese Person jetzt in sich trägt, etwas, das du mit deiner
Geisteskraft vorstellen kannst, es ist nicht mehr vorstellbar. In diesem Zustand sind auch keine Defizite oder Makel möglich. Wie würde diese Schönheit stehen, wenn sie im Verhältnis zur Vollkommenheit Gottes stehen würde? Sicher nur wie ein kleiner Schimmer im Verhältnis zur strahlenden Sonne. Die Heiligkeit Allahs ist unendlich und ohne Beginn und ohne Ende. Genau wie sein Wesen. Es gibt nichts, das ihm vergleichbar wäre und nichts, das ihn überwältigen könnte. Und es gibt keinen Ilah außer ihm. Er ist urewig ohne Beginn und ewig bestehend ohne Ende. Er wird niemals vergehen oder aufhören zu sein. Und nichts existiert oder geschieht, ohne dass er es will. Keine Vorstellung kann ihn erfassen und kein Verständnis ihn verstehen. Und er ist alles andere als das Erschaffene. Er ist lebendig und stirbt niemals, ewig wirkend, ohne je zu schlafen. Er erschafft, ohne dessen zu bedürfen. Und er versorgt seine Geschöpfe, ohne jede Anstrengung. Er lässt sie, ohne dabei Furcht zu haben, sterben. Und er lässt sie ohne jede Mühe wieder auferstehen. Was hat dieser Name für eine Auswirkung auf dein persönliches Leben? Wie sollte er auf dich wirken? Die erste Sache ist, dass du dich selbst in Anführungsstrichen heiligen solltest. Heiligen bedeutet völlig hingeben und dadurch sittlich vollkommen werden. Hör dir die Aussage der Malaika an. In der Surah Al-Baqarah sagt Allah Ta'ala, und als sein Herr zu den Engeln sagte, ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter einzusetzen, da sagten sie, willst du auf ihr jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt, wo wir doch dich lobpreisen und uns für dich reinhalten. Er sagte, ich weiß, was ihr nicht wisst. Dieser Vers bedeutet für uns also, dass wir unsere Herzen reinhalten müssen vor dem Schlack und vor den Sünden. Allah Ta'ala sagt nämlich, an dem Tag, da weder Besitz noch Söhne jemanden nützen, außer wer zu Allah mit einem reinen und klaren Herzen kommt. Und im Hadith von Abu Huraira sagte der Gesandte Allahs, Allah blickt nicht auf euer Aussehen oder auf euer Vermögen. Wohl mehr blickt er auf eure Herzen und auf eure Taten. Du reinigst dein Herz also vor Hass, Bosheit, Eitelkeit, Hochmut, Heuchelei und anderen Krankheiten. Kümmere dich um deine Seele mehr, als du dich um deinen Körper kümmerst, denn du bist durch deine Seele Mensch, nicht durch deinen Körper. Und wir reinigen uns innerlich sowie äußerlich. Äußerlich, indem du deine Zunge vor Obszönitäten und Schimpf bewahrst. Und dein Körper vor dem Übertreten und dem Unrecht an andere. Rede niemanden schlecht, beschimpfe niemanden, schlag niemanden, vergehe dich nicht an Vermögen anderer. Und unser Inneres reinigen wir, indem wir durch die Läuterung des Glaubens unsere Herzen vom Schirk, dem Polytheismus, der Heuchelei, der Feindseligkeit gegenüber den Muslimen und so weiter läutern und reinmachen. Wie Allah Ta'ala sagt, wohlergehen wird es jemanden, der sie läutert, seine Seele. Ebenfalls beten wir Allah Ta'ala mit diesem Namen an, indem wir ihn mittels diesen Namen anrufen und anbeten. Ebenfalls soll zum Schluss gesagt werden, wer diesen Namen Allah Ta'alas kennt, ihn realisiert und auslebt, dem geziemt es nicht, sich vor anderen Geschöpfen zu erniedern, mit dieser Seele, die ihren Herrn heiligt. Wer diesen Namen kennt, der sollte keine misslichen Erwartungen über Allah Ta'ala hegen, denn wer dies tut, hat ihn nicht geheiligt. Er muss in den Versprechen Allah Ta'alas vertrauen, wie er über seine eigene Existenz sicher ist. Wer Allah mit seinen Geschöpfen vergleicht, seine Namen und Eigenschaften negiert, der hat ihn nicht geheiligt und wird niemals die Süße des Glaubens schmecken, die wertvoller ist als jeder Schatz auf dieser Welt. Allahumma rabbana habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan wa ja'alna min al-rashidin. Allahumma kama hassanta khalqana fahassin khuluqana.
اللهم زدنا إيمانا وهدى وتقى وغنى وعفافا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. اللهم كفر عنا سيئاتنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقيموا الصلاة.